Scheißdreck. Das könnte... Nicht das könnte, sondern das wird sehr böse enden, sage ich euch. Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Luigi Superstar Saga, das Remake. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wir sind das letzte Mal in den Ozean gekommen und haben neue Solo-Aktionen gelernt, nämlich die Feuerhand und die Donnerhand. Unbedingt einschalten, wenn ihr es verpasst habt. Natürlich haben wir neue Gegner gefunden und ich hätte fast den ersten Konter schon versemmelt. Mario macht unglaublich viel Damage, wie wir das letzte Mal gemerkt haben. Und das Kabel von meinem 3DS nervt mich gerade dezent. Es rutscht die ganze Zeit runter. Hält mich natürlich nicht auf, die Blooper schön und langsam, ja schön und schnell eigentlich eher, zu zerstören. So, in die Stacheln sollten wir natürlich nicht, aber ich glaube, das ist das Logischste, die logischste Konsequenz an der ganzen Sache hier. Oh ja, also die Blooper haben ja eine Hammerschwäche, wie wir das letzte Mal mitbekommen haben. Das bringt uns aber relativ wenig, wenn sie in der Luft sind. Wir müssen sie dementsprechend kontern. Ansonsten bringt uns deren Schwäche gar nichts und wir können sie nicht nutzen. Den Seegumba lassen wir mal. Wir wollen lieber den Blooper nehmen. Komm schon, Dude. Mach deinen Angriff und dann lass mich wieder in Ruhe. Weil wenn er in der Luft ist, dann können wir ihn schön mit einem Sprung auslöschen, weil das ist... Autsch! Also die EP stimmen. Wenn Blooper dabei sind, dann stimmen die EP richtig. Das kann man nicht anders sagen. Lol, wir kommen sogar da hoch. Das wundert mich. Wartet mal, da kam man doch früher nicht hoch. Umleitung zur Lachlagune. Was haben sie sich jetzt da einfallen lassen? Kurz Moment. Gar nichts. Da kam man aber früher wirklich nicht hoch. Was ist hier? Ja, ganz normal. Hä? Okay, das ist interessant. Das ist eine Neuerung. Das kann ich nämlich jetzt sagen. Früher konnte man nicht auf diese Plattformen hoch. Da, wo wir gerade gelaufen sind, das war gesperrtes Territorium für diese Zeit, wo wir jetzt hier sind. Jetzt kann man da hoch, aber es fehlt etwas anderes. Und was, das sage ich euch direkt nach dem Kampf, weil der Blooper dürfte jetzt eh down sein. Und zwar folgendes. Hier oben war dann etwas, wo man Feuer machen musste. Ah, ich sehe es schon. Das hier. Dieser Seestern ist jetzt hier. Das ist geändert. Da drin muss man nämlich Feuer machen und dann wird diese Tür da unten, die wir gerade gesehen haben, geöffnet. Und das wurde jetzt wohl geändert, wie es aussieht. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Oh, die Seeigel, die habe ich auch voll vergessen. Finde ich wirklich nicht schlecht, dass das so ist, weil es hat mich immer angeschissen, wenn ich da nicht hoch konnte. Aber wir können jetzt halt theoretisch einen Bereich überspringen. Oh ja, die brauchen einiges an Schaden, bis die mal sterben, die Seeigel. Die Seeigel. Warte, echt Seeigel? Kann gut sein. So. Oh, das ist noch besser. Diese Änderung gefällt mir auch extrem. Ihr habt gerade gesehen, die... Oh, Scheißdreck. Ja, komm, mach. Ihr habt gerade gesehen, dass der Beanie instant verreckt ist, oder? Und da ist... Warte mal, haben die nicht eine Donnerschwäche gehabt? Nein, doch nicht. Ich dachte. Hatte ich es wohl falsch im Gedächtnis? Oder war es eine Feuerschwäche? Können wir ausprobieren. Mit Donner und Feuer zu spielen in Kämpfen ist ganz wichtig. Ja, die hatten eine Feuerschwäche. Der Beanie verreckt direkt. Früher hat die Animation ewig lang gedauert, bis der mal... Der musste hochschwimmen. Also der trieb hoch, bis er halt dann... außerhalb vom Bildschirm war und das hat sich so gezogen. Das war so zäh, das war unglaublich. Aber deshalb finde ich es gut, dass sie es jetzt anders gemacht haben, nämlich dass die Beanies direkt sterben. Das ist der Vorteil zu diesen Igeln im Vergleich zu den Igeln vom Grinsewald. Also sozusagen die normalen Igel, weil die normalen Igel, da musste man die Beanies noch mit besiegen. Und wenn wir jetzt einen goldenen bekommen, ja, dann heißt das, dass der direkt stirbt und dass wir auch den Stachelkiller bekommen würden. Deshalb ist es einfacher, hier einen Stachelkiller zu bekommen. Ihr seht, er ist gestorben, da war ein goldener.
rede ich gerade noch davon. Mann. Rede ich gerade noch davon und dann kommt er. Wow, der lebt ja noch. Jetzt definitiv nicht mehr. So, jetzt müssten wir einen Stachelkiller bekommen, oder? Nee, wartet mal. Man bekommt die Items ja direkt. Man bekommt keinen Stachelkiller mehr? Wurde das geändert? Wenn ja, dann ist es halt so. Ich meine, was will ich machen? Schicksal ist Schicksal. Aber ich fand es immer ziemlich cool, dass man den Stachelkiller von denen bekommen hat. Also von dem her etwas schade finde ich es schon. Bam! Ja, die kriegen halt richtig viel Damage durch die Feuer an, ne? Etwas schade ist es schon, dass es den Stahlkiller wohl nicht mehr gibt. Oder zumindest nicht auf diese Weise erhältlich. Aber naja, was will ich machen? Drüber schauen und weiterspielen. Ganz einfach. Ich kann jetzt auch nicht mehr tun, als dem nachzutrauern. Ich meine, er wäre halt praktisch gewesen, vor allem für manche Sachen. Jetzt ist schon wieder einer. Schon wieder ein Goldbeanie. Aber der Goldbeanie scheint nur noch für Münzen da zu sein, wie es aussieht. Zumindest kommt es mir so vor, weil der gibt uns nur einen Haufen Kohle. Keine Items, nur einen Haufen Kohle. Ich finde es halt auch so schön smooth, dass man Items und Münzen direkt bekommt und nicht erst nach dem Kampf. Das Einzige, was man noch nach dem Kampf bekommt, sind die EP und die Anzeige, wie viele Münzen man insgesamt bekommen hat. So, da konnte man früher nicht durch. Also man kann jetzt auch noch nicht durch. Ist klar. Und da schauen wir jetzt mal, was es zu tun gibt. Das ist nämlich auch ganz interessant. Merkt euch die Reihenfolge, Jungs. Oh nein, es wird länger angezeigt als früher. Das fällt mir auf. So, einmal hier. Wir kommen davor, bis die Feuerhand aufgeladen ist. Dauert es auch nicht mehr so lange wie früher. Also das wurde auch ein bisschen flüssiger gemacht. Insgesamt bin ich mit diesen Animationen sehr zufrieden. Die dauern nicht so lang, die sind richtig schön smooth und ich glaube, das gibt Musik, weil der Block war früher nicht da. Und ja, das ist Musik. Wir können ja später mal durchhören, so ein bisschen. Was haben wir denn hier noch? Auf jeden Fall ein paar Gegner und die nehmen wir auch mit. Weil die Erfahrung, ja, die lasse ich nicht so gerne liegen. Ihr wisst, ich bin geizig, wenn es um Erfahrung geht. Vielleicht wusstet ihr es nicht. Jetzt wisst ihr es. Ich bin ein geiziger Typ bei sowas. Ich lasse ungern irgendwas liegen. In der No-Fight-Challenge habe ich alles liegen gelassen. Und bei mir gilt der Grundsatz, entweder ganz oder gar nicht. Entweder lassen wir alles liegen oder wir lassen gar nichts liegen. Kann man sich aussuchen, ne? Lieber ist es mir, ich lasse gar nichts liegen. Weil wenn ich alles liegen lasse, ist das Spiel umso schwerer. Aber die Level-Ups, die nehmen wir natürlich mit. Oh, mir kommt es vor, als hätte Mario jetzt nicht mehr so einen großen EP-Rückstand im Vergleich zu Luigi. Ich glaube, ich verbessere mal den Bart um satte 4 Punkte. Tolle Treffer, wenn wir ihn immer wieder mal haben. Und da wir jetzt beim Sprung die doppelte Chance haben, weil wir eben 2 Sprünge haben, muss das genutzt werden. Luigi bekommt ein bisschen was im Angriff dazu, weil der hat mir da meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Also auch hier plus 4. Und dann darf der Duzi auch mal zeigen. Jetzt warte ich nochmal schnell auf den Goomba da. Und der kriegt jetzt mit dem Sprungangriff auf jeden Fall einiges an Schaden. Oh ja, 33. Einfach nur durch den ersten Angriff. Ja, und die Blooper sterben direkt. Das ist eine sehr interessante Sache. Luigi macht jetzt natürlich auch mehr Schaden. Mal schauen, ob wir beide Blooper killen können in einer Runde. Oh ja. Was macht ihr? Der geht auf Luigi, stirbt durch den Konter. Ultrapilz. Also man bekommt die Items schon ein bisschen hinterhergeschmissen, kommt mir vor. Vielleicht fällt es einem jetzt auch nur mehr auf, weil sie direkt kommen. Weil sie direkt aufploppen sozusagen. Und früher sind sie halt nicht aufgeploppt. Früher hat man sie erst am Schluss gesehen. Aber dafür halt auf einmal alle. Okay, mit 70 HP sind wir da richtig gut dabei. Und der stirbt dann auch direkt. Heilige Scheiße. 27 nur das Kontern. Ihr seid schon nicht schlecht, ne? Ich denke auch mit den Münzen ist das so, weil mir kommt echt vor, dass wir übel viel Kohle haben. Gut, ich glaube, wir haben auch übel viel. So ist es nicht.
Aber eben dadurch, dass man alles direkt bekommt, so jetzt sehe ich schon wieder 23 Münzen. Und wir haben fast 5000 Münzen. Und das ist echt viel eigentlich. Für den Spielfortschritt, den wir momentan haben. Gut, wenn man daran zurückdenkt, in der No-Fight-Challenge hatte ich hier... War ich, glaube ich, pleite. So gut wie. Hatte vielleicht 200, 300 Münzen. Aber was will ich da auch machen? Ich meine, da habe ich ja keine Chance. Da muss ich ja pleite gehen. So gut wie. Jetzt geht man nicht alle auf Luigi. Da haben wir doch schon genug gelitten. Na gut, die Verteidigung würde stimmen, um auf ihn zu gehen, ne? Das ist halt immer diesen Kompromiss, den man eingehen muss. Man macht Luigi tanky, hofft, dass der Gegner auf ihn geht. Aber man macht dann halt beim Konter nicht so viel Schaden. Oh. Oh, lol. Ja, wenn der Blooper jetzt Luigi angegriffen hätte, dann hätte ich wirklich mich extra treffen lassen, nur um zu schauen, wie viel Luigi resisten würde. Ich meine, der hat plötzlich 187 Verteidigung, nur weil er vergiftet ist. Also ich glaube, das, was ich ihm da gegeben habe, ist schon ziemlich krass gewesen. Dieser Orden, dass man bei Statusveränderungen einen drastischen Verteidigungsboost bekommt, ist halt schon heftig. Erster Seeigel ist schon wieder down. Ich hasse diesen Namen, muss ich sagen. Ich würde Seeigel viel besser finden. Ich verstehe nicht, warum der Seeigel heißt und nicht Seeigel. Warum nicht einen ganz normalen Namen nehmen? Nein, Seeigel. Was Seer? Sehr behindert oder was? Das verstehe ich halt nicht ganz, aber gut. Ein Goldener dürfte auch mal wieder kommen. Ich hätte Lust auf ein paar Münzen. Okay, die Blooper geben eigentlich genug. Ja, und jetzt haben wir wirklich gleich die 5000 Münzen voll. Ah, ich glaube, ja klar, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir so heftige... Wie soll ich sagen? Dass wir diese Doppelbörse, Gearbörse, whatever haben. Die, wo uns halt so viel Kohle gibt. Ich glaube, daran liegt es vor allem, dass wir so viel Geld haben. Ja, wir haben gerade gespeichert, brauchst du nochmal. Dori! Schaut! Da hat der blaue Fisch, ist einfach Dori. Gut, gehen wir mal in die Röhre. Und jetzt geht's wieder nach oben. Denn jetzt sind wir wieder unterm Bodenland. Und nicht mehr unter Isla Hihihi. Aber währenddessen an der Grenze sehen wir eine kurze Cutscene. Bowser hat es ziemlich dreist erwischt. Der wurde weggescheppert an die Grenze, aber Krankfried ebenso. Lukmila, ist der hier recht? Jeder wäre mir recht, nur mach schnell! Lukmila kommt mir vor, ist auch schon ziemlich am Arsch. Aber ihre Seele... befällt Bowser. Scheißdreck. Das wird sehr böse enden, sage ich euch. Bodenland, Küste, Surferparadies. Geben wir jetzt erstmal nicht so einen großen Fick drauf. Man wird noch sehen, wo das hinführt. So, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder im Bodenland angekommen. Prinz Marmek begrüßt uns direkt. Er weiß immer, wo wir sind. Zum Gruß. Ich habe euch lange gesucht. Man hört, ihr seid in Schwierigkeiten. Ja, geil, kommst ein bisschen zu spät. Oh, Kollege, dir sollten wir noch was erzählen, ne? Wegen der Sternbohne. Ja, Luigi zeigt sich schon. Wow! Genau, die Sternbohne sind vier Teile zersplittert und die Teile liegen verstreut über das ganze Land. Was, ihr helft mir, die Fragmente der Sternbohne zu suchen? Natürlich würde mich das sehr erfreuen, doch lieber wäre es mir, wenn ihr beiden euch geschwind zum Flughafen Bodenland aufmachen. Ah, ihr beiden würdet euch geschwind, ja. Die fragen sich auch erstmal, warum soll ich zum Flughafen? Ha, ihr müsst wissen, die liebliche Prinzessin Peach beehrt unser bohnenreiches Land. Wow, es ist so geil. Der Besuch ihrer Lieblichkeit, der süßen Prinzessin, ist für unser Land von extrem hoher Bedeutung. Deshalb seid ihr gebeten, als Ehrengarde am Empfang für Prinzessin Peach teilzunehmen. Begebt euch also sofort zum Flughafen Bodenland. Übrigens, den Flughafen Bodenland findet ihr südlich von Bodenburg. Auch ich begebe mich dorthin. Wir treffen uns, sobald ihr kommt.
Wo der ist, weiß ich natürlich, aber ich will zuerst noch ein paar sammeln, unter anderem hier neuer Gegner. Den wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Und noch ein neuer Gegner, sagen wir es mal so. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah, okay, ich dachte, vielleicht macht er den einen geilen Angriff. Mal kurz die Bob-Bombs ausschalten, wenn möglich. Zündet er sich? Nein. Gut, den erstmal auch beruhigen. Dann passt die Geschichte. Oh, das ist jetzt schlecht. Aber ich glaube, die dürfen nur nicht entzündet sein, wenn die Runde vorbei ist. Dann passt alles. Mach du doch mal den anderen Angriff, Mann. Ihr habt zwei Angriffe zur Verfügung, ich weiß das. Und der eine ist richtig cool. So, du musst auch wieder den Bomben entschärfen, weil sonst explodiert er mir vor der Fresse weg. Leute, ihr habt noch eine Chance, jetzt diesen Scheißangriff zu machen. Macht den jetzt, danke. Bam, bam, bam. Natürlich geht's auf Luigi. Wenn er zu Mario wird, geht's auf Luigi und umgekehrt. Gumbaxe sind coole Typen. Könnt ihr noch daran erinnern, als ich frisch nach Bodenland gekommen bin? Als wir unterwegs waren zu Bodenburg? Als ich gesagt habe, bei dem einen Weg, nein, da gehen wir noch nicht lang. Jetzt wisst ihr warum, weil genau dort solche Gegner gewesen wären. Wie zum Beispiel dieser Gumbax. Oder diese Gumbaxe. Man merkt auch, die sind nicht so schwach. Ah, jetzt ist der Angriffsbooster weg. Die sind auch auf Level 26 anscheinend. Holy shit. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der so viel aushält. Brauche ich jetzt wirklich irgendwie eine Spezialattacke oder wie? Bam. Okay, der ist down. Dann brauche ich wohl doch keine. Dann reicht der normale Damage hier auch. Mario macht jetzt ziemlich wenig Schaden tatsächlich. Im Vergleich zu vorhin. Aber das Problem ist, dass der jetzt ohne diesen Boost macht er einfach weniger Schaden als Luigi. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist halt krass. Das macht nur dieser eine Orden aus. Oder halt zumindest, wie soll ich sagen, dieser eine... Holy shit, das sind aber ziemlich viele von denen. Eigentlich interessiert mich nur diese Röhre hier. Die Nummer 8. Die anderen werden wir auch noch finden, ganz bestimmt. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Kommen wir da auch hoch? Ganz bestimmt, oder? Jawohl. Die Bohne nehme ich mit. Ich habe gesagt, die Bohne nehme ich mit. Wir müssen zum Flughafen Bohnenland. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht wüsste, wo der ist. Aber zuerst wollen wir noch einen Gegner besiegen, den wir noch öfter sehen werden. Nämlich den Piranha Lakitu. Oh. Ja, scheint ein bisschen ouch zu sein. Übrigens, Donner ist gegen diese Peaks-Bean ist ziemlich gut. Das weiß ich noch. Verpiss dich. Danke. Okay. In dem Fall hat sich das erledigt. Der kann doch nichts. Ich dachte, der wäre ein bisschen stärker. Bohne nehmen wir mit und etwas Bestimmtes müssen wir auch noch machen. Ganz wichtig. Ich hoffe, man fuckt mich jetzt nicht ab. Lol, wirft er schon? Der Pisser! Oh, dieser Huren! Wie er es vorbereitet hat! Warte, kommt Luigi jetzt nicht mehr dran? Egal, er hat 167 Verteidigung, auch wenn er nicht drankommt, wäre mir das egal. Boah, du wirst leiden. Bam! 113 Schaden. So und nicht anders. Boah, die 4 Erfahrungspunkte, die nehme ich gern mit, du. Leg mich. Unbedingt brauche ich die. Wirf ja nicht nochmal, ich sag's dir. Diese Bohne da, die muss ich natürlich auch noch mitnehmen. Und die auch. Aber warte, ich habe den einen ja gerade besiegt. Der kommt so schnell nicht wieder. Stimmt. Das ist eine Musik. Nee, doch nicht. Ich dachte nur, der Block war doch früher nie da, oder? So, hier ist es aber ganz spannend, was es hier gibt. Das wollen wir uns natürlich noch anschauen. Und dann sind wir auch schon wieder... Dann habt ihr es wieder überstanden für heute. Was gibt es hier? Wollen wir mal schauen. Ja, never mind. Das hat sich gerade erledigt. Scheiße, das ist jetzt peinlich. Weil ich dachte, da wäre was. Und wenn da was gewesen wäre, ich weiß natürlich, was hier ist. Ich komme einfach später nochmal her.
Wenn da was gewesen wäre, dann wäre der Part jetzt gefüllt gewesen noch. Aber so nicht. Das ist das Problem. Warte, den Erdluigi gönnen wir uns noch. Mann, diese Hurenkinder! Ich hasse Lakitus! Jedes Mal! Ich kann auch nicht flüchten, oder? Ah, doch. Ich kann flüchten, wenn Luigi am Boden liegt? Okay, das finde ich gut, weil das ist sicher nur wegen den Lakitus so einprogrammiert worden. Da bin ich mir sicher. Deshalb finde ich es gut. Da rege ich mich jetzt ausnahmsweise mal nicht auf. So, die ganzen Digger brauchen wir auch nicht mehr mitzunehmen. Nein, auf die habe ich auch schon keine Lust mehr. Aber hier schaue ich mal, was es gibt. Ah, stimmt, da war ja was. Ich glaube, Luigi muss da runter, genau. Wenn ich mich nicht erinnere, kann man da irgendwie was machen. Genau, da war auch noch ein Block. Erste Hose. Boah, perfekt für YouTube-Kommentarschreiber, das ist ja unglaublich. Die erste Hose. Wenn ihr die anzieht, seid ihr garantiert immer Erster. So, was haben wir denn hier? Für Aktive, die den ersten Schritt tun. Wow! Ja, ich glaube, mit der Hose ist man ganz bestimmt als Erstes am Zug. Dank ihnen bist du direkt nach Mario dran, das ist mir nicht wichtig. Was haben wir noch? Sternstaubhose? Nein. Modische Hose aus Lachdorf. Braucht's auch nicht. Was ist mit dem Invino-Gute-Siegel? Haben wir da mittlerweile eigentlich einen besseren Orden bekommen? Weil die Bowser... Ah, warte mal. Verstärkt Angriffe zu Kampfbeginn. Königin, Chuton, ja, ja, Permanentos haben wir mehr als genug. Landratto ist Müll, ist auch Müll. Der ist nice. Bowser zu bis Treuebeweis für Claude. Und Claude's Klunker. Claude's Orden, hohe Geschwindigkeit steigert tolle Treffer. Aha! Je mehr Geschwindigkeit man hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Toll. Das ist nice, muss ich sagen. Willst du vielleicht den Block aktivieren? Vielen Dank. Das ist wirklich gut. Der erwischt uns hoffentlich nicht. Nein. Okay, dann gehen wir kurz zu Mario zurück und schauen uns das nochmal an mit den Orden. Weil Mario kann man bestimmt was Gutes geben. Zum Beispiel die Bowser-Zubi-Brosche. The fuck? Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, aber die ist ja komplett bescheuert. Die ist ja für Luigi besser. Ja, Verteidigung steigt und Angriff auch. Du bekommst das. Stellt BP automatisch wieder her. Haben wir jetzt noch nicht gebraucht. Und für Mario wäre der Klotz Klunker halt krass wegen den kritischen Treffern. Aber ganz ehrlich, den Angriff, den wir dadurch verlieren, das bekommen wir durch die kritischen Treffer nicht zurück. Das ist das Problem. Sage ich zumindest. Ah, hier ist wieder dieser Kollege Buhu. Dieser Buhu-Stein oder was auch immer. Den können wir auf jeden Fall noch nicht aktivieren, damit ich es gesagt habe. Ne? So, dann schauen wir mal. Flughafen, Bohnenland. Was heißt das? Intentional Feeding. Flughafen, Bohnenland. Wunderbar. Die Donnerhand kommt auch zum Einsatz. Ich weiß nicht, wie die anderen überhaupt hierher kommen. Das heißt, jeder Mitarbeiter vom Flughafen Bodenland ist entweder für immer dort eingefangen oder jeder von ihnen hat die Macht der Hand. Dann will ich mich nicht mehr so besonders fühlen. Aber hey, egal. Den Block nehmen wir noch mit. Ganz wichtig, die ganzen Münzen. Wenn ich einmal im Flow drin bin, dann geht's eigentlich eh. Oh. Also man bekommt echt viele Münzen. Mir kommt vor, es gibt... Man bekommt auch mehr als früher, wenn ich ehrlich bin. Okay. Wir speichern hier. Und jetzt seid ihr erlöst für heute. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal wieder ein bei Mario und Luigi Superstar Saga, dem Remake. Dann gehen wir auf den Flughafen, empfangen Prinzessin Peach und dann schauen wir weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao.